Green Life 2014, die Agrarmesse in Kalkar. Vom 8. Dezember bis zum 10. Dezember präsentieren sich wieder zahlreiche Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Wir sprechen gleich mit dem Organisator der Messe, Georg Remy, der die Messe in den letzten Jahren aufgebaut hat. Hallo, Georg Remy. Wir sind der Organisator der Agrarmesse in Kalkar, der Green Life, die vom 8.12. bis zum 10.12. stattfindet. Es ist noch kurze Zeit zur Messe. Wie fühlen Sie sich und wie geht es voran mit der Messe? Ja, wir sind natürlich stolz. Die Messe ist wieder fast ausgebucht. Diese Woche werden noch die Messepläne fertig gemacht. In der nächsten Woche sind auch die Eintrittskarten da, die wir dann versenden können. Also es läuft alles nach Plan. Ab sofort ist auch neu das GreenLife TV. Erklären Sie uns kurz. Ja, wir befinden uns hier in dem GreenLife TV. Das bedeutet, wir werden also in kurzen Abständen immer über aktuelle Dinge aus der Landwirtschaft berichten, um auch so eine Verbindung zu der Messe herzustellen. Auch neu ist auf der Agrarmesse das Thema Niederrheinisches Milchforum. Was hat es damit auf sich? Ja, Frau Ewald, zum ersten Mal wird die GreenLife wird auf der GreenLife ein Milchforum sein. Hier sind 8 Firmen, die sich zusammengetan haben, ihre Produkte selbstverständlich präsentieren wollen, aber auch das Thema Milch deutlich klarstellen wollen. Es werden Seminare stattfinden und die Firmen versuchen natürlich in einem besonders gekennzeichneten Areal ihre Produkte zu präsentieren. Also es ist eine Initiative der Firmen, die Messe Kalkar natürlich auch unterstützt. Statistisch gesehen verlieren Unternehmen jedes Jahr ca. 10% der Kunden. Wie erklären Sie sich das? Ja, also die Messe bietet natürlich ein hervorragendes Medium für Neukunden. Der Niederrhein, der Kreis Kleve, ist einer der bedeutendsten, wenn nicht sogar der bedeutendste Standort in Deutschland, was die Milcherzeugung angeht. Und viele große Landwirte, und hier hat man eben die Möglichkeit, auch sehr gut Neukunden zu generieren. Wenn Firmen 10% verlieren, jedes Jahr brauchen sie auch neue, um ein gewisses Niveau zu erhalten. Und diese Möglichkeit hat man hier auf der Messe. Was ja auch erklären würde, dass wieder mehr Aussteller auf der GreenLife zu sehen sind. Es sind in diesem Jahr wieder mehr Aussteller, wir sind natürlich stolz. Es werden wieder mehr Seminare gemacht und ich denke, es wird wieder eine tolle Veranstaltung wie im letzten Jahr. Abschließend nochmal, Kalkar, der ideale Standort für Neukunden, sehen Sie es so? Ja, wir haben, gerade hat das Statistische Landesamt bekannt gegeben, dass die größte Wertschöpfung aller Kreise und kreisfreien Städte in der Landwirtschaft im Kreis Kleve liegt, in NRW. Also Sie müssen sich vorstellen, in NRW gibt es keinen Kreis, der bedeutender ist für die Landwirtschaft als der Kreis Kleve. Und von daher bedeutet auch, dass hier sehr viele interessante Kunden die Messe besuchen, womit man wieder neue Kunden generieren kann. Herr Remy, ganz kurz noch, mittlerweile nur noch 4 Plätze in der Halle A verfügbar. Ja, also wir sind sozusagen ausgebucht. Wer noch buchen möchte, werden wir noch alles versuchen, wie immer. Aber dann sollte das schon zeitnah geschehen. Vielen Dank fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Okay, danke Frau Ewald. In dem kommenden Beitrag berichten wir über die Aussteller, die an der GreenLife 2014 teilnehmen. Bis zum nächsten Mal.